Eine Gameshow stand noch an und zwar haben sich dafür Leute angemeldet, die sich gerne mal hier an der Seite der Bühne einfinden können. Ich habe hier eure Namen, also jetzt ist zu spät für Lampenfieber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ja wunderbar. Sind sogar mehr als ja dastehen, das ist ja ein Traum. So, komm mal auf die Bühne hier. Einen großen Applaus für unsere Kandidaten für die erste Speedhacking-Show der Welt. Genau, nee, doch, sind doch wieder zwei weg. So, sind wir wieder bei 6. Ihr beiden wolltet auch noch, oder was? Ach, 8. Gut. Dann eine Nummer. Wir können das... Ja, nee, also anrufen kommen wir später noch zu. Die Anrufoption gibt es in jedem Fall, aber wir haben eine Show in, ihr seht, zwei Tische, zwei Teams. Jetzt müssen wir irgendwie noch zwei Teams aus diesen Leuten machen. Ich kenne die gar nicht. Und die Frage ist, wie kann man jetzt zwei Menschengruppen randomisieren? Und ich schlage vor, dem Nickname alphabetisch sortiert sich jetzt mal bitte zu sortieren nach Bubblesort. Könnt euch alle mal den Anfangsbuchstaben eures Nicknames so, genau, könnt ihr mal alle eure Nicknames sagen und dann könnt ihr das hier so. Ich biete Honky. So, ein Honky. Honky ist der 8. Buchstabe. Dann können wir hier mal Bubblesort gleich durchiterieren. Lorax. Lorax, so. MJT. Pipifax, P. Okay. Da ist das, L. Halt, ihr müsst tauschen. L und ja. E. Katzenmann, K. So. Dann machen wir wieder von vorne an. Honky. Lorax. MJT. Da ist das. Katzenmann. Ja, jetzt wenn ihr... Ich bin froh, dass ich meinen Namen öftersten sagen kann. Honky. Lorax. Da ist das. Katzenmann. A, B, C, D, E, F, G. Jawohl. Okay. Ja, seid ihr jetzt schon sortiert? Ach so, na, wie ist denn das? Wie soll der Algorithmus das wissen? Wird das dann eigentlich an ihn weitergegeben oder an mich? Das ist die erste Herausforderung, dass ihr als Gruppe Bubblesort jetzt implementieren müsst. So. Honky. Ich hab nie studiert. Da ist das. Katzenmann. Lorax? MJT? Ich brauch gar nicht mehr, ich bin schon sortiert. So. Na, das war ja einfach. Ja, also, oder? Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, macht mal Quicksort, das wäre vielleicht schneller gegangen. So. Gut, dann dürft ihr euch jetzt sortieren und in Teams einteilen und zwar nach dem bewährten Prinzip, ihr kennt das aus dem Sportunterricht, bis 2 zählen. Und 1. Dann, jawohl. 2. 1. 2. 1. 2. Wunderbar, es ist keiner, genau, jetzt, ne, wer hätte es gedacht, die 1 in ein Team, die 2 in ein Team, ihr schafft das. 1, 2. So. Das geht sogar auf, jedes Team 3 Leute, genau, jedes Team ein Mikrofon. Ihr müsst euch da jetzt gleich hier irgendwie zurechtfinden. Ich mache mal derweil diesen Laptop hier wieder aus. Oh, ist nämlich noch gar nicht dran. Genau, und bevor wir zu den Freuden des Hacker-Alltags kommen, die also Laptops beinhalten, was jetzt überhaupt Sinn der Show? Und zwar geht es darum, Alltagsaufgaben des Hackerlebens so zu bewältigen, dass man schneller ist als das andere Team. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wie so ein typischer Hackertag von vorne bis hinten aussieht. Und da sind jetzt entsprechend Aufgaben dabei, angefangen mit kurz nach dem Aufwachen. Und du hast was zu sagen? Ich habe das Aufwachen heute nicht geschafft. Du hast schon mal den ersten Schritt geschafft, du bist angekommen und damit quasi implizit in jedem Fall aufgewacht. Wie, vielleicht schlafwandelig auch. Ja, na, wie wach du bist, werden wir gleich noch sehen.
Genau, es gibt in jedem Fall im Allgemeinen für jede Aufgabe einen Punkt und das Team, das am Ende die meisten Punkte hat, das gewinnt wenig überraschend. Gudi, die erste Aufgabe direkt nach dem Starten in den Tag ist also, man kennt das, man hat vielleicht am Abend zuvor auch noch einen Schunk zu viel getrunken und wacht morgens auf mit einem ganz schönen Kater und braucht Koffein und am besten noch so einen Konteralkohol oder so, ohne jetzt Alkohol zu verharmlosen. Deswegen ist die erste Aufgabe, so schnell wie es eben geht, einen Schunk zu mixen. Und zwar nicht irgendeinen Schunk, sondern ihr seid hier derweil dekorativ auf der Bühne, während ich das Material hole. Ein Chunky. Ein Chunky ist, ihr kennt ihn sicherlich alle, weil ihr hier sicherlich auch schon Chunkies getrunken habt, noch und nöcher. Ein Chunky ist die Spezialausgabe des Chunks, die es auf dieser Veranstaltung gibt, die also dadurch gekennzeichnet ist, dass die Gläser besonders klein sind. Das ist bei Design und nicht so aus Versehen passiert. Und diese kleine Größe, die ermöglicht es nun, dass man einen besonders hohen Alkoholgehalt pro Volumen erreicht, wenn man dieselbe Menge rumverwendet, wie das bei Chunks sonst der Fall ist. So, eure Aufgabe also, jetzt gleich um die Wette, Chunks machen. Und zwar insgesamt, jedes Team muss 4 Chunks zubereiten. Wie ihr euch das im Team aufteilt, bleibt euch überlassen. Es gibt einerseits Punkte dafür, für das Team, das als erstes 4 Chunks gemixt hat. Und dann werden wir an die erste Reihe diese Chunks ausgeben und die erste Reihe hat die freudige Aufgabe, darüber zu befinden, welche Chunks besser gemixt wurden. Auch dafür gibt es einen Punkt. Also insgesamt 2 Punkte zu holen in diesem ersten Spiel schon. Also einen großen Vorsprung, den man sich holen kann. So, ihr könnt euch hier absprechen, wer hier am besten Chunks mixen kann. Derweile gibt es hier 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Ihr könnt das im Team euch hier jetzt absprechen, wie ihr lustig seid. So, genau, nehmt mal am besten, wenn ihr euch hier strategiert, euer Mikrofon vor eure Münder, dann können euch die Zuschauer auch beim Strategieren hören. Das andere Team auch, das ist natürlich wahr, ja. Na gut, dann gibt es nichts zu besprechen, wir machen das einfach. Gut, dann überspiele ich einfach, indem ich weiter sinnlos rede. Meine ich gebe euch die Anweisung. Umbaupause. Man hätte natürlich, wenn man klug gewesen wäre und sich gut vorbereitet hätte, von vornherein diese Chunkgläser auf dem Tisch stehen haben können, aber das ist ja eine Chaosveranstaltung, entsprechend läuft hier vieles chaotisch, auch die Vorbereitung. So, ich hatte irgendwo noch ein Schneidbrett hier bestellt, das steht da unten sogar. So. Wir möchten uns schon bei der ersten Reihe für den Alkoholmissbrauch entschuldigen. Also rum. Ja, genau. Nee, ich hoffe, dass sich 4 AlkoholkonsumentInnen in der ersten Reihe befinden. Wenn nicht, dann freut sich die zweite Reihe. Hier so, genau, allgemein Equipment, das man zum Chunk machen so brauchen könnte. Schraubenzieher. Genau. Ihr habt ja einen Stapel. Warte mal, das teilen wir hier mal noch auf. So. Ich glaube, du viertelst die. Ja, ja. Und dann so. Pro Glas 2/4, also eine halbe Limette. Ich sehe schon hier, hinter mir wird arg drüber gestritten, wie denn nun die korrekte Chunky-Rezeptur wäre. Ihr habt jetzt in jedem Fall die Gelegenheit, dürft euch gern schon mal an die, warte mal, es fehlt noch ein essentieller Teil. Ihr kriegt mal noch rum, ne? Okay, ich würde sagen, genau. Okay, dann du schneidest darauf und du kannst hier die Gläser befüllen. Und wann geht es los? Sobald ich los sage, geht es los. Aber das los war es jetzt noch nicht. Ich würde sagen, erst kommt Rum rein. Und, also Rohrzucker, Limette, Rum. Und dann, weiß nicht, haben wir hier Eiswürfel? Und dann den Rest halt mit Mate auffüllen. Eiswürfel gibt es auch, aber mir fehlen noch 2 Zutaten, nämlich Rum und Eiswürfel. Die finde ich bestimmt noch. Das zuvorkommende Barteam hatte mir das zugesagt, das hier seitlich hinzustellen.
Ich finde aber weder Rum noch Eiswürfel. Kann man bitte hier... Bitte, wir brauchen Rum und Eiswürfel. Kann man wer zur Bar rennen und noch Rum und Eiswürfel holen für diese Speed-Hacking-Show? Besonders wichtig wäre das jetzt. Alkohol? Alkohol, ja, Alkohol kommt noch, genau. Es fehlt noch Rum und Eis, wie dem Schunk-Kenner aufgefallen sein könnte. Es gibt in jedem Fall, das kann man in der Zwischenzeit mal nutzen, diese Pause, die wir haben, um diese wunderschöne Mate zu bewerben. Und zwar haben wir hier Kollemate. Kollemate ist das, die Dresdner Lokalmate, die wird hergestellt von der Zickzack GmbH, die also weitere Erfrischungsgetränke neben der Kollemate noch herstellt. Und die, man wird es sicherlich jetzt gut erkennen in der Kamera, ja natürlich, hier erkennt wer die Rückseite, was da draufsteht. Das ist das Datenspuren-Logo. Es ist ein Traum. Also, ne? Extra mit Datenspuren-Logo. Ja. So, von der Zickzack GmbH, die übrigens kollektiv organisiert sind, daher der Name Kolle. So, ich gebe euch hier nochmal eure Mate zurück und hoffe, dass irgendwer mein Flehen erhört hat und irgendwie jetzt mit Rum angerannt kommt. Ansonsten renne ich da jetzt nämlich selber hin. Ja. Naja, ansonsten können wir da zwischenzeit noch mal ein paar Spiele vorziehen. Kommt. Ein Löffel oder so. Ja. Ja. Oh, ja, da, oh ja. So, das kompetente Barpersonal bringt den Rum und das Eis, wunderbar. Ein Applaus für die Bar, bitte. Hey, Vater. Vater. Wie viel Havanna kommt so in so einen Punkt? Weiß man doch. Scheiße. Ja, genau. Ja, als guter Hacker weiß man das. So, dann. Gut. Steht ja auch nichts mehr im Weg zu beginnen. Ihr könnt euch gern in die Sitz-Steh-Liegehaltung bringen, wie ihr das gerne macht beim Chunk-Mixen. Und dann. Bitte? Ja, wir haben jetzt hier 5 Gläser, aber 4 sollen wir herstellen. Die Aufgabe ist es, 4 Chunks herzustellen. Okay, gut. Genau. Falls eins runterfällt. Ihr könnt das gern handeln, wie ihr wollt, so. Genau. Es gibt noch weitere Gläser, da ist jetzt Eis drin. Also macht ihr, wie ihr lustig seid. Dann fange ich jetzt gleich an, runterzuzählen. Und dann sage ich los. Und sobald ich los sage, dürft ihr losmachen. 3, 2, 1, los! So. Na, wie läuft's bei euch? Ja, Zucker ist schon mal ein guter Anfang. Ja, ich höre die eure Lieblingsteams anfeuern. Ja, wir sehen schon, es gibt ja unterschiedliche Parallelisierungsstrategien in den verschiedenen Teams. Ja, der Chunk muss im Glas, nicht auf dem Boden sein. Das will ich nochmal erwähnen. Ja. Oh. Hier füllen sich schon die Gläser mit Getränken. So, das Team, das als erstes fertig ist, schreit dann laut Stopp, bitte. Stopp, ein Team ist fertig und Hände weg vom Gerät bei euch. Ihr dürft euch Zeit lassen, macht ihr nochmal zu Ende. So. Guti, wir haben hier 4 Chunks oder 4 Getränke, die wie Chunk aussehen. Ob das wirklich Chunk ist, darf die erste Reihe gleich beurteilen. Es geht ja um Geschmack. Ja. So. In der Zwischenzeit werden die hier einen Chunk noch zu Ende machen und ihr euren ersten Punkt genießt. Schon mal die Frage, habt ihr eigentlich einen Teamnamen? Oh mein, ja. Ihr habt ja ein Mikrofon dort hinten. Jo. Sprecht euch mal ab. Habt ihr einen Teamnamen? Also ich fand den Vorstoß von Team 1 gerade schon ganz gut. Leichte Mate-Geschmack. Das zeigt nämlich auch gut, welche Platzierung wir anstreben.
Von daher. Aber in einem Raum voller Informatiker ist es schwierig, aber die fangen bei Null an zu zählen. Das ist vollkommen richtig. Vielleicht sollten wir. Andererseits, bei Null könnte man uns als Nullnummer. Wir sind einfach Lua, die fangen mit Arrays auch bei der 1 an. Team Lua! Ich bin das L! Team Lua! Ist Team Lua jetzt euer Teamname? Ja. Wunderbar. So, ihr seid jetzt auch mal fertig? Wunderbar. Habt ihr. Ist ja, nee, was ist Teamname? Auch mal fertig. Auch mal fertig? Wollt ihr das haben? Team Qualitätschunk, der braucht seine Zeit. Team Qualitätschunk und Team Lua, ja. Das sind unterschiedliche Ansätze. Dann, genau, die ersten vier Leute aus der ersten Reihe, die sich jetzt hier anstellen. Wir können es ja begründen mit, also Gutti, dann. Achso, ja, bitte, genau. So, serviert ihr mal bitte hier euren Schunk an die. Hier, warte mal, keine Korruption. Hier wurde gerade. Nee. Hier gehen keine Bestechung durch. Wollt ihr nochmal. Wo habt ihr eure Hand, Mick? Die haben doch noch eine zweite Keule. Also, unsere Chunks stehen schon seit Ewigkeiten da rum, ne? Ja, die werden so langsam schal, war, aber ihr habt eine Keule. Die werden so, also schon genau, langsam schal. Preist doch mal euren Chunk an. Was macht denn euren Chunk so gut? Unseren Chunk macht so gut, dass wir beim Herstellen deutlich länger gebraucht haben und deswegen mehr Liebe in unseren Chunk stecken könnten, weil es eben nicht auf möglichst schnelle Massenproduktion ausgelegt ist. Du hast also die Lebetten gestreichelt, oder wie muss ich das verstehen? Jeder Chunk von uns einzeln mit Liebe hergestellt wurde. Ja. Wir haben bessere Arbeitsbedingungen. Also der Zeitdruck ist nicht so hoch. Unsere hatten dafür am Anfang noch Eis. Okay. Wollt ihr dann die Gelegenheit mal nutzen, um den Vorkostern eure Chunks anzubieten? Gerne, jederzeit. Bevor das Eis verschwindet. Ist das dasselbe? So. Schaut mal, es tut mir jetzt leid, da steht schon eine Weile. Aber der Durst treibt's rein. Die Limetten sind nicht zu tief festgedrückt, damit man es auch ein bisschen beim Rühren vermischen kann. Geben wir den jetzt anderen Leuten oder müssen es gleich? Das sind die gleichen Leute. Leute müssten das sinnvollerweise schon machen. Naja, wir machen nachher noch mit der Flasche ein bisschen was. Ihr könnt das gerne mit euren Freunden so nach Hygienestandards danach noch teilen, die Chunks, die ihr gerade erhalten habt. Ihr müsst ja jetzt nicht jeder euch zwei Chunks reinzimmern. Also, wenn ihr an der Bar steht, ja, wollt ihr lieber einen Chunk haben, der schnell fertig ist oder einer, der handgestreichelt wurde? Also, ich meine, wenn eine Schlange steht, dann muss das ja auch schnell gehen. Wir sehen das ja draußen bei den Pommes, da geht es ja auch ausreichend schnell. Und hier? Schnell handgestreichelt, bist du so einer, ja? So. Wo jetzt ja wohl wirklich alles gesagt wurde, kommen wir zum Urteil. Ich gebe mal der Jury eines eurer. Komm, gib mal hier du deine Keule. Ja, genau. Das ist die Voraussetzung, dass ihr hoffentlich vorher noch nicht so viel Chunk getrunken habt, dass ihr jetzt die noch auseinanderhalten könnt. So, von Team Qualitätschunk oder von Team Lua? Also, ich finde Qualitätschunk, da wurde nicht so sehr beim Alkohol gespart, wie bei den anderen. Und deswegen sehe ich da ganz klar meinen Favoriten. Außerdem, ich dachte, das Thema war Morgengetränk. Du musst ja noch Steigerung haben, sonst kickt's ja nicht mehr. Das ist die Zähneputzen-Edition. Zum Mundspülen, ja. Es geht ja um den Schunk für den Morgen, ne? Also außerdem nächstes Mal ein bisschen weniger von dem Zucker. Also das war schon durchaus... Hilft gegen den Kater. Dann der nächste Juror-In. Team Lua hat einen sehr schönen Morgenschunk gemacht. Aber für eine Abendveranstaltung bevorzuge ich auch den Qualitätsschunk mit extra Rum. Ja, was war das jetzt für... Gut, wunderbar, für Qualitätsschunk. 2 Punkte. Es gibt aber noch harte Diskussionen um die Qualität der Chunks. Also ich muss auch sagen, also ich finde den von Team Qualitätschunk finde ich ein bisschen besser. Also er ist auf jeden Fall wesentlich stärker als der von Team Lua. Aber und ich hätte fast gesagt, dass ich den von Team Lua besser finde, weil er halt mehr auf Geschmack anstatt auf Alkohol setzt. Aber tatsächlich ist es mir hier zu wenig Alkohol drin. Also
Ja, also tatsächlich, das Beste wäre ein Mittelding zwischen beiden. Können wir noch ein drittes Team machen oder sowas? Könnt ihr noch ein Glas geben, dann mischst du beide zusammen. Ja, ich wollte gerade sagen, beide zusammen wäre perfekt. Ja, komm, du möchtest keinen Punkt vergeben. Na, also, wenn ich wählen müsste, doch würde ich lieber... Nee, warte mal. wenn ich wählen müsste, würde ich trotzdem lieber Team Qualitätsschunk nehmen. Team Qualitätsschunk, 3 Punkte für Team Qualitätsschunk. Der Form halber noch die vierte JurorInnen, ihr beiden. Was hat euch besser geschmeckt? Naja, also rein geschmacklich, das oder nicht, der Schnelle macht's für mich. Der Schnelle macht's? Damit steht es 3-1. Also, da haben wir Glück, ja. Aber wir haben unserer Flasche ist noch was drin, also vielleicht können wir es noch nutzen. Das ist der Vorteil, auch dieser Rum ist noch fast voll, insofern quasi unangebrochen. Also wir müssen dazu sagen, der ist ein bisschen dünn, aber ihr habt uns ja die Rumflasche angeboten, wenn wir für euch stimmen. Gut, wunderbar. Dann nehme ich euch die Keule wieder ab. Genau, ihr könnt die Chunks jetzt gerne, aus hygienischen Gründen würde ich die jetzt nicht noch anderen Leuten weitergeben. Du darfst es aber gerne jetzt mit deinen Freunden teilen, die Chunks. Ist natürlich ungünstig, weil für euch keine Chunks da sind, so, aber ich meine. So, das heißt aber auch, ich kann jetzt die ersten Punkte vergeben. Ich habe mir hier irgendwo in meine vielen Taschen einen großen roten Stift, denn wir haben... Falls ihr im Podcast davor wart, irgendwas mit so Recht auf Analoges, wer mir Recht auf analoge Punkte anzeige. Es gibt einen Punkt für den schnelleren, besseren Schunk nach Juryvotum. Hier eine 1. Ich weiß nicht, eine erste Reihe, die auf warmem Schunk steht, ja, aber es muss knallen. Ihr hättet auch immer Marktforschung betreiben müssen, ja. Hier auch ein. Womit wir schon zum zweiten Spiel kommen, das voraussetzt, dass die Tische halbwegs sauber sind. Da sollen jetzt nämlich Laptops drauf. Da ich jetzt aber hier viele, viele HelferInnen auf der Bühne habe, freue ich mich, dass das jetzt schnell geht, die Tische wieder halbwegs sauber zu bekommen. Außerdem braucht die Bar ihr Equipment zurück. Die kann nämlich momentan keine Chunks machen. Wer jetzt hinter die Bühne geht, kann sich Chunk-Material klauen. So ein Lappen wäre vielleicht noch gut. Genau, hier machen Sie so was. Also, ich würde mich auch anbieten, aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwer. Danke dir. Um mich hier einfach über den Tisch zu wälzen. Ah, sehr gut. So, also unser Tisch ist schon sauber. Da hätte es mal Punkte für geben sollen. Ich würde das bei mir zu Hause auch so machen. Oder? Ich lade mir so Gameshow-Teilnehmer ein, wer als erstes hier mein Bett gemacht hat. Wir leben nicht in deinem Traum. Naja. So, anyway. Genau, das nächste Spiel beinhaltet diese Geräte. Ich hatte eigentlich vor, mir fällt jetzt erst auf, was das für eine dumme Idee war, dem Sieger des ersten Spiels aussuchen zu lassen, welchen Laptop er will. Nun haben wir halt aber einen Zwischenstand von 1-1 nach dem ersten Spiel. Deswegen mache ich das einfach so. Es sind nämlich zwei komplett identische Laptops einer wohlbekannten Marke. Es handelt sich um das Modell X270, mit dem ihr jetzt über die nächsten Stunden interagieren dürft. Kann auch mal jemand in meinen Rucksack gucken, ob das nicht eins von meinen ist? Die standen hier so rum. Genau. Oh, Laptop. Genau. Ich habe die zur besseren Unterscheidung hat hier Team Qualitätschunk einen Sticker der Chaoszone. Sie ist sehr gut auf ihrem Laptop und auf dem befindet sich kein Sticker. Können wir den jetzt versteigern? Wir können hier gern, ich hab hier sonst irgendwo noch so einen Datenspuren-Sticker, denke aber, ist nicht meiner. Also ist vielleicht besser, wenn nicht. So, was wir aber derweil mal machen können, ist die Frage, was machen wir jetzt damit? Wir haben jetzt ja gerade Schunk getrunken, Schunk gemacht und einen Sticker. Guck mal, hier. Den Sticker können wir auf dieses, stimmt jetzt nicht, aber ich meine, klebst du drauf, so hast du einen Sticker. Steht jetzt Mol drauf. So, gut. Anyway,
Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu diesem Laptop? Also der klassische Tag des Hackerlebens. Wir haben also uns jetzt frühmorgens Chunk gemacht und wir haben es mitbekommen, einiges verschütt gegangen. Ein Teil leider über den Laptop. Und nun kommen wir nicht drum rum, unsere Festplatte aus diesem Laptop auszubauen. Und wie das so ist bei Wasserschäden, möglichst schnell. Wir haben schon Ersatzmassenspeicher. Es gibt hier, es wurde erwähnt, drehendes Rost. Ich habe hier zwei baugleiche Platten mit drehendem Rost drin. Und das Ziel für beide Teams wird es nun sein, die Massenspeicher, die sich momentan in diesen Geräten befinden, auszubauen und stattdessen diese Massenspeicher einzubauen. X270 ist das Modell und ihr dürft auch gerne googeln, sofern ihr das jetzt möchtet, nach irgendwie Anleitung. Genau, eine Einschränkung ist, ihr müsst den Rest dieses Spiels oder einen Großteil dieser Show noch mit diesem Laptop überstehen. Und ihr kriegt auch nur genau dann einen Punkt, wenn der Laptop am Ende auch noch funktioniert. Guck, dass sehr du gut. Außerdem würden sich die BesitzerInnen der Laptops freuen, wenn sie anschlussnutzungsfähig bleiben. So, ihr habt euch diese Geräte jetzt anschauen können. Es befinden sich hier Schraubenzieher auf euren Tischen. Ich würde einfach die Batterie rausnehmen. Mir fällt gerade auf, dass ihr natürlich zwei Teams seid und ich habe hier ein paar Schraubenzieher. Ja, also die anderen können das ja mit Liebe machen. Das ist unsere Marke. Okay, hat wer von euch noch ein Schraubenzieher-Set? Ja, da, wunderbar, da kommt noch ein zweites Schraubenzieher-Set gerade angelaufen. Das ist ein Traum. Ich mag das, wie gut das auf dieser Chaos-Veranstaltung funktioniert, dass man einfach absolut nichts vorbereitet und dann so von der Bühne sagt, hier, wie wär's denn, kriegen wir noch rum? Und dann kommt wer angesprintet mit rum. Ein Traum. Und wenn das jetzt noch mit Schraubenziehern funktioniert, umso besser. Hier stehen, glaube ich, noch so Secrets drauf, irgendwelche Lizenzkeys und so, aber die, genau, am besten einmal in die Kamera halten, genau. Das ist hier bestimmt für irgendwie so ein Windows. Genau, beide Modelle, auch unheimlich relevant für den Task des Festplattenwechselns, haben... Chunk. Aber beide Laptops haben Touch. Falls ihr also beim Laptop Platten wechseln den Touchscreen braucht, dürft ihr das gerne... Oh, ein Traum. Dann dürft ihr auch gerne den Touchscreen dabei benutzen. So, ihr habt euch abgesprochen, wie ihr das alles machen wollt. Wir feuern an, ja, und du machst das. Ihr wird noch nicht gedreht. Ja. Ich muss ja wissen, ob mein Werkzeug... Naja, nee, hier. Ja, noch keine Schrauben hier am Gerät. So. Genau. Ja, Chunk für die Chunkmacher. Nein, Herr Wachtmeister, ich habe nichts getrunken. Ist ja nur ein Chunk-Key, so ein kleiner. Ja. So fängt es immer an. Wunderbar. So, ihr habt ausreichend Chunk getrunken. Nimm den Schunk da mal weg, weil der Tisch wackelt. Ist das nach unserem Rezept oder nach deren Rezept? Das ist jetzt nach Rezept der Bar. Das ist noch Eis drin? Okay. Das Original Chunky-Rezept. Ja, gut. Nach Art der Datenspuren. So, dann setzt euch gerne mal hin oder stellt euch, wie ihr lustig seid. Ihr dürft euch gerne beraten währenddessen. Sollen wir ein bisschen moderieren? Ich gehe hier ein Stück aus dem Weg. Und dann sage ich mal 3, 2, 1 und los ans Gerät. Da fällt schon der erste Chunk um. War aber keiner von hier. Ich stehe in der Mitte vergessen. So, wir sehen schon, ein Team ist hier fleißig am Schrauben, das Team Qualitätschunk. Wenig überraschend ist auch das Team Lua am Schrauben. Wir schrauben besser. Ja. Das wird es zu zeigen gelten. Oh. Hängt es da an der Schraube? Hängt es da an so einem Noobsi? Man weiß es nicht. Kein Stress, alles gut. Lieber... Oh, da ist es schon offen, das Gerät. Team Lua kämpft noch. Ja.
Der Zuschrauber, wir müssen genau, wieder zusammenschrauben. Es muss zugeschraubt sein und es müssen alle Schrauben, die sich zu Beginn im Gerät befunden haben, wieder im Gerät befinden. Das könnte man meinen, versteht sich von selbst, aber sei noch mal erwähnt. Mittlerweile bei beiden Teams die Laptops offen. Es wird mit den Massenspeichern gekämpft. Dennoch, Team Lua scheint sich durchaus Inspiration beim anderen Team zu holen. Ich gucke nur, ob alle Schrauben da sind und wie viel Liebe drin steckt. Wie sieht's bei euch aus? Steckt die neue Platte schon drin? Ja, ist schon das zweite Mal, dass wir den auseinanderbauen. Ah ja, ist bei euch langweilig zwischendurch. Ja, ja, klar. So schnell, man konnte es gar nicht mit der Kamera einfassen, so schnell habt ihr das gemacht. Sieh schon, es zeichnet sich ein Ergebnis. Ja, wichtig, alle Schrauben müssen sich im Gerät befinden. Und müssen auch so festgeschraubt sein, dass sie beim Anheben des Geräts nicht wieder rausfallen. Das ist wirklich komisch. Das ist da in der Ecke, das Kabel runter liegt. Das Kabel liegt nicht runter, nein. So, ein Team sagt Stopp. Das Team Qualitätsschunk meldet einen Laptop mit gewechselter Festplatte. Wir schauen mal. Ich hebe ihn an, es fällt keine Schraube herunter. Nicht schon mal ein gutes Zeichen. Wir können das Gerät gleich schon mal einschalten und gucken, ob da noch eine Festplatte erkannt wird jetzt. So. Sieht gut aus. Was soll das sein? Dort ist HDMI. So. Ihr seid auch fertig mittlerweile? Oh, was ist denn das? Dauert noch. Ne, lasst euch Zeit. Also hier, kein Stress. Das Gehäuse ist verzogen. Ja, kriegt die mal rein. Die ist auf jeden Fall kaputt. Das ist eine SSD, die kann ich das ab. Ich hab's genau gesehen. So, dann darfst du dein Gerät mal anmachen und demonstrieren, dass da auch wirklich noch eine Festplatte erkannt wird. Ist da noch der SIM-Karten-Slot drin? Weil unsere ist ja noch drin. Und das sind zwei baugleiche Modelle. So, auch ihr? Der Chunk? Habt ihr den schon ausgetrunken vielleicht? Nee, der ist hier an den Rand gewechselt. Soll keiner verdursten? Heißt ja nichts. Ist ja keine Platte auf dem, OS auf der Platte gewesen, aber zumindest PXE über IPv4. Dann gucken wir mal. Ha? Wir haben auch Netzwerk, ja, genau. Also könntest, aber warte mal, das müssen wir jetzt hier. Mach das mal noch nicht. Das nimmt sonst Dinge vorweg, die gleich noch kommen. Was, aber zumindest das ist mal Sabotage, ist das nichts anderes? Ihr könnt ja mal F12 hämmern und dann steht da entweder eine Platte oder nicht. So. Also bei uns ist eine Platte. ATA HD0. Ja, ein Traum. Eine HDD. Sieht man das bei euch nicht? Ich habe gerade das HDMI-Kabel woanders stecken. Qualitätswechselservice für Festplatten, das Team Lua. Passiert nicht. Gemacht. Wie startet BIOS nicht? Man muss mit FN. Nee. So, wir machen mal hier jetzt F12 drücken. Vielleicht nochmal komplett. Ja, haben wir ja gerade gemacht. Und dann sehen wir im Bootmenü nichts, sag mal. Sollen wir nochmal nachgucken? Du bist mal hier F12-Drücker vom Dienst. Entering Bootmenü, jawoll. F12 drücken ist auch so eine klassische Aufgabe, die man schnell erfüllen muss. Und wir sehen eine Platte. Beide Teams erfolgreich eine Festplatte gewechselt. Ein Team ein bisschen schneller als das andere. Entsprechend sind wir beim neuen Punktestand für das Team Qualitätsschunk zu 1 für das Team Lua. Was? Die kriegen jetzt 2 Punkte und wir 1, obwohl uns das funktioniert?
und das da jetzt 3 Stunden gebootet hat? Naja, das hat... Weil unseres hat sogar Strom. F12 drücken war jetzt nicht unbedingt Teil der Aufgabenstellung. Alkohol reinkippen aber schon, oder was? Ja, ja. Hat in jedem Fall funktioniert. Ihr dürft jetzt in jedem Fall mit euren Laptops weiterarbeiten. Und zwar ist die Aufgabe, die ihr jetzt habt, wir haben festgestellt, da sind gar keine Betriebssysteme auf diesen Platten. Ja. Wir haben aber Utensilien hier, die euch dabei helfen werden, Betriebssysteme zu installieren. Und zwar gibt es hier 2 USB-Sticks, die momentan Zufallsdaten beinhalten. Und es gibt 2 Netzwerkkabel. Da fällt wahrscheinlich ein PXE-Boot raus. So bleibt zu hoffen. Genau. Ich bin im C3D2, ich gucke mal, ob es eine Nase hat. Genau. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Zeit, euch vorzubereiten. Ihr müsst euch jetzt ja darauf einigen, denn das ist die schwierige Aufgabe mit dem Betriebssystem, das ihr jetzt installiert. Müsst ihr danach noch 2 weitere Aufgaben ausführen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt einigen, was das Betriebssystem eurer Wahl ist. Microsoft Windows oder so. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man... Ihr könnt mal hier das Publikum mal bitte alle auf 3 das Lieblingsbetriebssystem rufen, ja? 1, ne, auf 3, Mensch, die Aufgabenstellung nicht verstanden. So, auf 3, ja? Ja, ich auch nicht. 1, 2, 3. Ich habe da in jedem Fall am lautesten rausgehört Vista. Also, ich habe Sorgen, aber so, ihr habt euch in der Zwischenzeit geeinigt auf euer Betriebssystem. Installieren wollt? Nee. Ja, aber dann müssen wir halt durch die Zeit. Es geht, genau, es gibt jetzt wieder einen Punkt dafür, wer am schnellsten ein Betriebssystem installiert. So, Haken an der Sache, ihr müsst das Betriebssystem danach noch verwenden. So. Wir werden dann den Wind starten müssen. Das kriegen wir hin. So, genau, jetzt habt ihr euch alle entschieden, wunderbar. Dann müsst ihr euch noch einigen, wie ihr das zu installieren gedenkt. Ihr habt was, wunderbar. Dann gilt dasselbe wie die letzten Spiele auch. Ihr dürft euch gern entscheiden, wer jetzt hier welche Tasten drückt. 2 Leute an einem Keyboard funktionieren auch sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Uns auch besser als das andere von Team, CSI New York oder wie die hießen. Aber wir haben nicht die Punkte dafür. Genau. Das zählt dann nicht. Das muss so sein bei einem Mix. Ja, ja, ich zähle jetzt hier gleich runter und dann müsst ihr loslegen. Die haben nicht richtig zusammengebaut, ist kaputt. Ja, was? Aber unser Bildschirm war halt an und zwar nach einer Viertelstunde eher als bei euch. Die Platten mal testweise drin, genau. Die Platten sollten funktionieren. War das auch ja, ja, ja. Okay, nee, aber wirklich. Die hatten auch keinen SIM-Karten-Slot, also im Zweifel ja, ist das eh alles rigged. Ich sag mal so, ich habe alle Kosten und Mühen gescheut beim Versuch, dieses Spiel so fair wie möglich zu gestalten. Hier, die fummeln das Ding schon an, ich sag's ja, bloß. Leute, ne? Sag mal, wir machen das mal so, wir machen die Laptops hier beide aus, weil ihr dann alle mit gleichen Startbedingungen, beide aus, ja? Ne, der leuchtet doch hier, oder was? Der blinkt, der startet gerade neu. Naja, dann machen wir den jetzt mal aus. So. Jetzt ist der aus, beide Geräte sind aus und mit Festplatten ausgestattet. Bitte? Ja, es gibt genau, USB-Slots gibt es rechts wie links. Guck mal, ob ein blauer irgendwo ist. Genau, aber wie gesagt, die Sticks sind komplett leer, okay. Also wenn ihr die Sticks nutzen wollt, müsst ihr dann auch vorher was mitmachen. Oder ihr könnt das Publikum beknien, ob da vielleicht jemand noch USB-Sticks mit anderen Betriebssystemen hat oder so. Sei es drum, ich zähle jetzt runter und dann geht's los. 3... 2, 1 und los, ran an die Geräte! Jetzt lacht ihr, aber da ist bestimmt nichts zu essen drauf. Was hast du? Jetzt werden hier die USB-Sticks an die Teams verteilt. Hier ist ein Mentor, braucht man kein Netzwerk. Oh. Ist die Frage, was am Ende schneller ist, Netboot oder USB-Sticks aus dem Publikum? Nee, man weiß es nicht. Dann müssen wir den Mentor abziehen, wenn wir den Mentor nicht benutzen. Ich sehe schon.
Genau, also nochmal um das... Um das nochmal klarzustellen, also es müssen wirklich am Ende auf der Platte muss das Betriebssystem sein. Alle Peripheriegeräte werden entfernt. Ja, auf der soeben von euch installierten Platte muss sich das Betriebssystem befinden. Was haben wir für Netzwerk? Haben wir einen lokalen Mirror? Da habt ihr mit, es gibt keine lokalen Mirror für nichts. Bestimmt. Aber es gibt Netzwerke, ihr dürft nach draußen telefonieren. Dürft auch gerne in der Zeit, die ihr es noch habt, euren Torrent-Client anschmeißen und Debian-Installationsmedien verbreiten oder so. Installing NixOS. Plug in the install drive. Ja. Am Ende muss das Gerät in jedem Fall ohne Netzwerk und ohne weitere Peripheriegeräte booten können. Das wäre jetzt das Ziel. Wir sehen hier schon in jedem Fall passieren Dinge. Eine Debian-Installation, bei den anderen war NixOS-Screen zu sehen, auch schön. Das wird ja was. Debian-Installation, das haben viele in jedem Fall schon so im mechanischen Gedächtnis. Enter, 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 enter. Ja, was jetzt natürlich nicht Teil der Aufgabe ist, das irgendwie sicher zu konfigurieren, irgendwas mit Passwörtern und so. Kurz, aber. Wenn wir schnell sein müssen. Jawohl. Doku lesen. Ist ja auch so eine Sache, die man als Hacker regelmäßig machen muss. Daher wird sich in jedem Fall wieder vor der Öffentlichkeit gedrückt mit dem NixOS-Logo. Mach Root und Tor oder so. Kopierst du das gerade auch vom Stick? Währenddessen das Debian-Team schon ganz entspannt dabei. Was macht ihr gerade? Passwörter eingeben. Also wollte ich natürlich gerade nicht hinschauen. Ja, ja, mal kommen. So, hier wird eventuell nochmal das Installationsmedium gewechselt, habe ich gerade gehört, im Team Qualitätschunk. Vielleicht liegt es am Chunk-Konsum. Alkohol, Mate Tee. Ist jetzt in jedem Fall der Nachteil davon, wenn man sich aus dem Publikum einen USB-Stick mit so einem dahergelaufenen Betriebssystem wie NixOS reichen lässt. Man weiß ja nicht, woran man ist. Es gibt keinen Installer. Debian läuft so vor sich hin und fleißig getippt wird im NixOS-Team. Was wird hier gemacht? Hier wird erstmal Dateisystem angelegt. Macht man natürlich beim Betriebssystem installieren immer händisch auf der Kommandozeile, gerade wenn es schnell gehen soll. Ja, das ist dumm. Also er meinte es, aber gibt's nicht eine Command-Line? Weil es so viele Fragen waren, es waren gefühlt viele. Ja, sehen wir so aus, als hätten wir Zeit für Fragen beantworten. Wobei die jede Frage einzeln streicheln. Da wird in dem Fall immer noch Base System installiert bei Debian. Das Problem bei Debian ist, so richtig viel kann man da nicht machen. Das zeigt sich nicht so toll. Installing Base System. Hier drüben, da wird viel getippt. Ja. Bei dem Team wird auch das NixOS, was installiert wird, erst noch handgestreichelt. Achso. Das Problem ist natürlich, dass mir fällt das gerade auf, die mirrorn jetzt natürlich ihren Screen noch vielleicht gar nicht. Das sieht man gar nicht so richtig toll bei denen. Wir machen hier das mit dem... Ja, ich glaube, die erstellen noch eine config.nix oder sowas. Sag doch, wir hätten Debian nehmen sollen. Ich bin ja komplett unparteiisch, was das angeht. Also, fehlt eigentlich die Debian-Mütze. Wer fragt, kriegt einen. Er ist fast fertig. Wir installieren schon mal Vim. Also genau, ihr entscheidet selber, wann die Installation des Betriebssystems abgeschlossen ist, habt aber danach keine weitere Möglichkeit mehr jetzt noch. Nee, man macht's nicht. Also, das Betriebssystem unzukonfigurieren. Dann sind wir. Die müssen sowieso erstmal 14 GB runterladen, bevor die da irgendwas zum Laufen kriegen. Sein, dass wir Firmware ein bisschen Zeugs haben, ja, aber das ist
Ist ja aber auch prinzipiell erstmal gut, wenn man ein System ohne unfreie Software installiert. Das wäre ja, hätte man eigentlich fast noch mit in die Anforderungen reinnehmen sollen. Ja, und Ethernet wird schon gehen, also. Das ist ein X270, also. Das wurde dafür gebaut. Naja, du weißt nicht, wie das mit dem WLAN ist? EWL-Wi-Fi? Wir haben doch Ethernet. Naja, ich weiß ja nicht, was ihr noch vorhabt. Hier, aber du weißt schon, dass vorhin unser Monitor viel eher an war, ne? Wir waren fertig und ja, da drüben nochmal 512 und so. Ja, es war ja aber nicht als erstes was anmachen. Was macht ihr da draußen eigentlich so jetzt in der Zeit? Weil ich habe ja hier nichts zu tun. Ich würde das gerne mal hören. Kann ich das Mikro in die Runde geben? Mach mal spontanes Q&A hier, ja. Könnt ihr mal sehen, so, was eure, oder ich interview euch mal derweile, was denn so eure Lieblingsbetriebssysteme ist. Wie seid ihr denn die Wahl überhaupt auf Debian gekommen bei euch? Warum Debian? Naja, so wie das halt im Gesamtkonzept-Team funktioniert, wir wollen halt irgendwann mal fertig werden. Und wie, ich weiß nicht mehr, welcher Rennfahrer das mal gesagt hat, aber im Prinzip geht es darum, als erster Feierabend zu machen. Und ich sage ganz ehrlich, es läuft zwar langsam los, aber wenn es läuft, dann läuft. Wunderbar. Was müsst ihr privat so für Betriebssysteme? Seid ihr alle in der Debian-Familie zu Hause? NixOS soll ja wohl auch recht verbreitet sein. FreeBSD. Also das kommt ganz drauf an. So normalerweise läuft da irgendwo immer grundlegend Debian drunter, nix als Testoption malen. Die Nextcloud läuft in der Nix. Und jetzt werden wahrscheinlich viele hier Buh schreien, aber ich habe für meinen Desktop, da läuft tatsächlich noch ein Windows 10 drauf. Aber ich kann euch sogar erklären, warum. Aber keine Sorge, nächstes Jahr ist Supportende und spätestens dann kommt irgendwas anderes drauf. Wunderbar. Nein, und es wird nicht Windows 11 sein. Ich benutze privat tatsächlich größtenteils NixOS, aber ich bin mit Debian sozialisiert worden. Insofern komme ich damit auch noch zurecht. Und zur völligen Verwirrung, ich habe lange NixOS benutzt, das aussah wie ein Windows 10. Und habe damit auch krude Blicke im Space geerntet. Nutze ich vielleicht eigentlich ein Nix und weiß davon nichts? Oh. Hier werden nochmal weitere USB-Sticks hochgereicht. Linux Mint wurde dem NixOS-Team jetzt gerade noch angeboten, die gerade noch händisch dabei waren, ihre NixOS-Config zu schreiben und sich jetzt spontan für einen harten Reboot entschieden haben, das Projekt NixOS einmal abgebrochen haben und es nochmal mit Linux Mint probieren. Das war eine schlaue Entscheidung. Oh, und das Gerät, das NixOS will auch beim Drücken des Powerknopfes einfach sich nicht verabschieden. Da ist es. Wollt ihr Strom? Lass dich mal selber drauf kommen. Achso. Haben wir keinen Strom? Wir haben tatsächlich nur genau ein Netzteil organisiert. Aber ich sag mal, ihr habt jetzt hier lang genug geladen, wa? Nee. Das wäre Sabotage. Wir lassen das mal ruhig installieren. Never touch a running system. Ansonsten, falls wir jetzt noch... Das ist das Gute, also hier not sponsored und so, aber das Gute an diesem Modell ist, das Ding hat sowohl USB-C als auch ThinkPad-eckig. Das heißt, falls irgendwer von euch jetzt entweder ein USB-C-Netzteil oder ein Netzteil ThinkPad-eckig einstecken hat, dann kann er diesem Team helfen, oder sie. geht noch an? Ja. Die Steckdosenleiste ist übrigens neben NixOS der Pfütze. Hat das System Oh, wunderbar, ein USB-C-Netzteil. Vielen Dank. Ah, wir haben schon einen... So, hier passiert schon was. Man ist im Bootmenü angekommen nach knapp 10 Minuten. Wunderbar. Wir können auch gerne mal durchschauen. Nee, du machst das super. Du machst das super. So, hier, nimm dir mal die Keule in der Hand, wenn du darüber redest. Was wollen wir denn haben? So, weil ich meine, wir haben ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Wollen wir, also ist Basti hier oder macht er noch Barschicht? Sonst würde ich einfach... Als Dankeschön an Basti, einen guten Kumpel von mir, der sehr, sehr viel auch schon mir geholfen hat bei allem, würde ich einfach NeoFetch installieren. Weil das ist eigentlich eine der ersten Sachen, die er früher immer gemacht hat. Erstmal Fett 200 Megabyte NeoFetch installieren, weil man es einfach kann. Nein. Kein Support mehr. Der ist doch jetzt Farmer geworden, es gibt keinen Support mehr.
Ich würde sagen, ein Wim, ein Hardtop und dann gucken wir mal, was die Reise will. So, Select and Install Software. Es dauert. Man sieht auch, man hätte vielleicht so für die Screenshots auch dies Display nochmal reinigen können. Aber ist auf jeden Fall ein sehr perfider Weg, sich zwei Rechner neu aufsetzen zu lassen von dem. Naja, das ist ja russisch Roulette mit dem Betriebssystem, das hier ausbildet. Also ich ging fest davon aus, bei dem Haufen, der hier aktiv ist, dass das nur nichts wird. Die SSDs funktionieren, oder? Die SSDs haben noch funktioniert, bevor ich euch die Laptops gegeben habe. Ich sag's das mal so. Ist eigentlich scheiße. Wir hätten eigentlich die Zeit verwenden sollen am Anfang und die SSDs reinklatschen sollen. Hätten wir das in der Installation... Ja, richtig, aber wieder zurück. Weil hätten wir uns da die Installationszeit gespart. Das wär mal interessant durchzurechnen. Nee, nur an einem, genau. Dafür haben wir dann die ganzen Multimedia-Codecs gleich installiert. Wir können sofort 4K, ne? Schau mal, ich habe mir natürlich hier meinen geheimen Moderationskarten alle Spiele schon wohl notiert. Vielleicht hast du ja Glück und der korrekte Grafikkartentreiber wird wichtig sein. Vielleicht auch nicht. Ja, eben ist kein Nvidia, also bringt sowieso nichts. Ja, schön. Aber wichtig ist natürlich freie Software. Also eigentlich, also man braucht ja keine unfreie Software, um an irgendeiner dieser Aufgaben irgendwie erfolgreich zu sein. Du machst das schon. Na gut. Ja, also mir gefällt, dass es bisher so zügig vorangeht. Ihr seid wieder beim schwarzen Bildschirm. Ja. Hat der was außer schwarz? Ich habe zwischendurch schon mal NixOS gesehen, aber das mit der Installation gestaltet ist schwierig. Das ist der Dunkelmodus. Ah, okay. Ist was passiert? Ich glaube, nee, doch nicht. Das ist nur jemand von. Ich dachte, das Display wäre von Auf, ja. Ich muss auch noch fahren. Das wollte eine Matam oder so. Ich habe eine einstecken, aber. Oh! Doch. Was ist denn das? 21.2. Mal gleich machen. Naja, ist gerade keine Hektik. Oder? Nee, das ist vor. Wenn uns Mint jetzt überholt, weil Debian zu lange überlegt, ey. Aber ihr habt, naja, die haben noch keinen einzigen Schreibvorgang auf der Festplatte ausgeführt, ne? Nebenher. Ach so, wunderbar. So, ich habe jetzt in dem Fall die Situation, hier ist ein Kabel aufgetaucht. Wollt ihr mal noch den Tisch ein bisschen hier in meine Richtung bewegen? Ihr habt ja nicht so viel zu tun mit eurer Debian-Installation. Die handelt sich ja von alleine. 21.3. Das bisschen Debian macht sich von allein. Da passiert was. Das wäre mit SSD schneller gewesen. Ja, aber ich will ja Sendezeit schinden. Und deswegen habe ich euch HDDs einbauen lassen. Sag's ehrlich, du hast die nicht mehr als die zwei Challenges vorbereitet, weil du dachtest, da kommen wir schon nicht durch in der Zeit. Nee, wir haben ja auch, wie sich das gehört, eine halbe Stunde später angefangen, weil... Hattest du doch Muffensausen? Was heißt Muffensausen? Ich meine... Die schlimmste Angst war... dass am Ende keiner kommt. Und ich muss sagen, es sind zumindest Leute auf der Bühne, es sind Leute vor der Bühne. Ist gut. Na, mal gucken, ob jemand kommt. Ich wollte gerade sagen. Streichen. Einfach genau, okay bitte nicht auf der Bühne kommen. Schon langweilig, also langsame Streichler. Gut. Es wird in jedem Fall hier... Was macht denn Debian da? Was hast du denn noch? Also das ist doch vor einer Viertelstunde schon mal durch gewesen. Select and Install Software. Ja, das... Das ist die Frage, habt ihr hier noch KDE dazu installiert oder was? Ich wollte KDE, aber wir haben uns die Checks zu machen vergessen und das ist, glaube ich, ganz gut so für diese Challenge. Ach so. Also doch mit Grafik, ja? Doch mit Grafik. Naja. Terminal haben wir auch so. Das ist korrekt, aber es kostet natürlich alles Zeit. Ja, aber lass sie mal ein Video auf der Kommandozeile abspielen. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich dann auch so. Also,
Ich hätte es ja schon schön gefunden, wenn wir SSDs als SSD-Ersatz gekriegt hätten. Ja, aber nee. Hätte. Nee, ich meine, es ist auch überhaupt nicht der Tatsache geschuldet, dass HDDs halt gerade rumliegen wie Sand am Meer, weil die keiner mehr haben will. So, ich glaube, ich weiß, welche HDDs das sind. Will ich vorher wissen, ob die mir gleich abraucht? Also, sie haben vorher noch funktioniert, ob sie jetzt heute den Abend durchhalten. Ich meine nur, habt ihr die Smart-Werte gecheckt? Ja, ich habe die Smart-Werte tatsächlich von beiden Platten vorher nochmal gecheckt. Gut. Und, okay. Kein. So, konnte so. Die sogar noch erfolgreich mounten. Das ist schön, man kann da das öffnen, dann sieht man produktiver aus. Ja. Kennt jemand Witze? Ich würde sagen, morgen gleiche Zeit, gleicher Ort. Wie war das mit Witzen? Wie riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi. Und damit sind wir am Niveau. Weiß ich nicht. Ja, das ist schön. Witze um die Wette. Ja, ich meine, so ist halt, ey, das ist jetzt echt schwer zu parallelisieren mit den Spielen danach. Ich hätte sonst noch so ein Quiz, das könnte man theoretisch machen. Aber wenn dann zwischendurch eines der Geräte plötzlich doch User-Input braucht, dann wird es unfair. Also, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Man muss auch dazu sagen, das ist ja jetzt so der Prototyp dieser Sendung. Wollt jetzt mal ausprobieren, mal gucken, wie das funktioniert. Gewisse Dinge funktionieren gut. Also wie immer, es ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Kongress. Genau. Also ich möchte nur kurz anmerken, unsere Loading Bar hat sich innerhalb von 10 Sekunden schneller bewegt, als die sich innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten. Du kennst dieses Problem mit Loading Bars und 99% oder so. Ja gut, eure sieht aber mehr so aus wie bei 50%. Ja, das ist ganz normal für Debian, das ist mir schon bewusst. Tja, wir haben einfach aber das bessere System. Du, wenn ich nachher eine Minute schneller fertig bin als du, dann kann ich auch mit Fug und Recht sagen, dass ein gutes Pferd nur so hoch springt, wie es muss. Wir werden es ja sehen. Es bleibt spannend. Ich bin ja schon mal froh, dass wir keinen mit nix zu essen haben. Du willst jetzt nichts im Live-System installieren, das... Okay. Kompetenzen, keine besonderen jetzt Kompetenzen in einem speziellen Stack, hatte ich vorher gesagt. Allen Teilnehmenden, die gefragt haben, habe ich gesagt, man muss eigentlich nichts spezifisch können, also kein halt besonderes Betriebssystem beherrschen, aber mindestens eines halt schon. Also nichts können ist ja. Nee, die Aufgaben sind alle mit beliebigen Betriebssystemen durchaus erfüllbar. Hättet mal Alpine ruhig nehmen können. Aber Alpine war sogar in dem Repository drin. Wenn jetzt alle sich entscheiden, die Laptops nochmal durchzustarten und Alpine zu installieren, sanken Cost-Fallacy und so. Also die haben es ja gemacht, nochmal sich neu umzuentscheiden für ein anderes Betriebssystem. Dann sind wir morgen noch Windows hier. 11, ja? Okay. Hat jemand einen Microsoft-Account? So, wir können uns trotzdem, wir machen einfach mal das mit dem Quiz derweil, damit das hier nicht so arschlangweilig wird. Ja, okay, und zwar macht ihr das mal so, jeder von euch sucht eine Person aus, die hier das Quiz gleich bestreiten darf, so das beste allgemeine Wissen hat. Es gibt eine Besonderheit. Okay. Bei diesem Quiz, für jedes gute Quiz gibt es auch bei diesem Quiz einen Telefonjoker. Unser Telefonjoker ist leicht randomisiert und zwar haben wir hier dieses Feldtelefon stehen. Das ist verbunden mit der Vermittlung und die Vermittlung, die stellt euch durch und zwar dahin, wo ihr gern durchgestellt werden wollt. An die Bar, an den Himmel, vielleicht an den kleinen Saal, wo gerade nichts mehr stattfindet, wie ihr wollt, vielleicht erwischt ihr wen. Wir können das in dem Fall der Vermittlung mitteilen. Wieso ist denn der Bildschirm dunkel? Es gibt insgesamt 4 Fragen. Ja, gut. Also nicht so schwer. Ihr dürft die gern alle beantworten, so ad hoc. Oder ihr entscheidet euch dazu, den Joker zu verwenden. So, wer nimmt, du bist ja noch am Umräumen, du machst aber hier gleich die... Ich quisiere heute gleich. Das ist ja eine wilde Kamerafahrt.
Ich habe gecheckt, die Kabel haben Nasen, also im Zweifel ein bisschen rütteln könnte. Icke wahrscheinlich. Also man könnte Icke vielleicht auch einfach versuchen, mit der Kamera unter dem Kabelsalat runterzutauchen, aber ja. Nee, wir machen einmal drumherum. Darf ich kurz anmerken, dass unsere Loading Bar mittlerweile weiter ist als eure? Stimmt, also so hier im Race der Loading Bar. Ihr seid noch bei der ersten Loading Bar, oder? Ja, nur, hier, wo ihr gerade nichts zu tun habt, könnt ihr vielleicht hier mal euren Bildschirm spiegeln. Dann so, können ja. Die hier. Was hast du gemacht? Da ist er. Da ist er, wunderbar. Da ist die Loading Bar, aber jetzt seht ihr die nicht mehr auf eurem Bildschirm. Das ist. Ah, okay. Ich glaube an euch, das so mal. Als kleinen Task nebenher. Also ich werde so lang ein bisschen. Es ist passiert. Für welchen Mirror habt ihr euch denn entschieden? Den besten der besten, Sir. Für welchen haben wir denn genommen? Ganz normal, Debian.org. Gute Entscheidung. Der wird nämlich auch, ne, früher stand in so ziemlich jedem Installationsanleitung für Debian ja auch immer noch wichtig, den richtigen Mirror wählen und so. Aber ganz im Ernst, Debian.org ist ja mittlerweile auch ein CDN. Er kriegt da in jedem Fall Debian so schnell, wie ihr das wollt. Also müsst ihr nicht mehr, wie das noch in grauer Vorzeit üblich war, den lokalen Debian-Mirror rausfinden. Ihr könnt einfach de-debian.org verwenden. So, oder Debian.de oder so ist auch einer, ne? Was passiert hier? Ah ja, das Telefon, wunderbar. So, dann, seid ihr bereit für die erste Quizfrage? Ich bin bereit. Ja? So, genau. Könnt ihr euch auch gerne hier beraten und so? Wir dürfen uns beraten. Genau, aber wenn ihr zwischendurch euer Bildschirm hier Human Interaction will, dann seid ihr, genau, selbst schuld. Aber einer muss die Antwort geben und das sind hier bei euch die beiden. Mhm. So. Geht es darum, wer zuerst antwortet? Oder? Es geht darum, wer zuerst die richtige Antwort sagt. Am Qualität. Achso, ist egal, wie falsche, aber hauptsächlich sagt die richtige. So, genau, es gibt auch Fragen. Da geht es darum, wer zuerst. Da kommen wir dann nochmal drauf, wenn es soweit ist. Aber es gibt Fragen, wenn er da beide falsch antwortet, dann kriegt diejenige, dasjenige Team, das am nächsten dran ist an der richtigen Antwort, den okay. Punkt. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Gibt es, wenn ein Team falsch antwortet, ist es dann für das andere Team erstmal der Ball, dass die noch richtig antworten dürfen? Nee, es dürfen immer beide Teams gleichzeitig antworten. Okay. Also naja, und dann ne, sozusagen, die dürfen direkt auch weitermachen. So, aber erste okay. Antwort zählt, so. Okay, dann mal so, gucken. Ich dachte mir, ein Quiz so schwer kann das doch nicht sein, aber das ist bei Hackern immer so. Es gibt ja auch tausende Arten und Weisen, Quizze zu machen. Also wir machen das jetzt so. Die erste Antwort, die ihr nennt, die giltet. Und die giltet, genau. Und wenn beide die richtige Antwort haben, dann gewinnt er, dass er als erstes richtig gesagt hat. So, in welchem Jahr begann Dennis Ritchie die Programmiersprache C zu entwickeln? 1969. 1970, am 1. August. Januar. 1969, laut Wikipedia. Ja, wie jetzt das Jahr gewinnt gegen mein Januardatum von 1970? Sag mal. Hast du die Frage nicht verstanden? In welchem Jahr begann? Okay. Du hast also nicht mal hier korrektes, hier, das ist Type-Error. Na gut. Unser Installationssystem hat angefangen. Ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Das Team Qualitätsschunk beginnt mit der Installation. Gut, dann die zweite Frage. Wie lautet die Farbe dieser Installationsbar? Ich glaube, das ist weiß. Irgendwas mit jetzt Python. Blau. Ah ja. Ja, das wird uns alles noch auf die Füße das fallen. Geht alles seinen sozialistischen Gang. Mal schauen, wer am Ende früher fertig ist. In der Zwischenzeit die Frage, wie heißt der zweite Vorname des Autors der GPL? Matthew. So ist es. Damit steht es in diesem Spiel 1-1 und wie das, ja, Applaus für die richtige Antwort.
Die anderen Namen kennt ihr hoffentlich alle. Es handelt sich um Richard Matthew Stallman. Dann. Irgendwie sind das alles erst. Was geschieht hier? Oh, die Leiste hat hier Turbo eingelegt. Die Frage ist aber, wie viele Leisten kommen danach noch? So, dann, wie heißt der Erstautor des berühmten und beliebten Editors VI? Bram Molinar. Bram Molinar. Also, ne, laut Wikipedia übrigens, von vor einer halben Stunde. Ne? So, ist jetzt in dem Fall hier Speedrun, ne? Also wir haben ja unsere Antwort schon gegeben. Da ist eine Antwort gegeben. Wer kann den Telefon... Ihr könnt den Telefonjoker natürlich selbstverständlich nutzen. Weißt, wir sagen unsere Antwort und jetzt laufen die los und telefonieren erstmal. Ihr hättet auch telefonieren können, wenn ihr das wollt. Wollen wir das machen? Dann, okay. So, dann... Wie viele Fragen gibt es denn insgesamt? Es gibt, wie bereits erwähnt, 4 Fragen insgesamt. Ja, ich bin noch mit Installieren und einen beschäftigt. Telefonjoker. Also ich muss das ja überwachen, weil das ist so krass. Dann Telefonjoker. Wichtig, Feldtelefon einmal drehen zum Klingeln. Genau. Gute Frage. Aber nimm mal den Hörer ab, weil da geht gleich die Vermittlung ran. Genau. Das Push-to-Talk am Hörer dann noch, das wirst du feststellen. Aber du hörst jetzt die Vermittlung bestimmt. Die wir hoffentlich auch hören sollten, oder nicht? Weiß ich nicht. Von VI, vom VI-Text-Editor. Oh, ich vermittel mal. Hier ist nämlich erst die Vermittlung und ich suche euch jetzt einen kompetenten Menschen aus. Ich stelle euch mal auf Hold und vermittle euch dann. Okay, das klingt gut. Nicht auflegen. Es klingelt. Verbindung steht. Okay. Hallo. Hallo. Ich würde gern wissen, wie heißt der Vorname des Mannes, der VI entwickelt hat, oder der Person? Richard. Richard? Okay. Ja. Bin ich mir ganz, ganz sicher, das ist ein bärtiger Typ. Gut, gut, gut. Vielen Dank. Wie lautet also eure Antwort? Richard, also die richtige Antwort laut meiner Quelle lautet Bill Joy. Also unseres hat mit B angefangen. Ja, aber... Und unsere Quelle war sehr, sehr sicher. Ey, ich gebe jetzt einfach keinen Punkt. Was? Wir waren vor einer Viertelstunde damit fertig und das war der erste Buchstabe, war richtig? Ja, ich... Also, der erste Buchstabe hat für die erste Aufgabe noch gereicht, aber... Was war denn da? Bill Joy. Wir hatten 25% des Namens. Ihr habt aber 25%? Das ist genauso viel, wie wir Alkohol fast drin hatten. Das war euer Name. Euer Name war ja nun mal viel zu lang. Der hätte gar nicht reingepasst in diesen String hier. Ich hab ja... Es wären keine Viertelpunkte vergeben. Ne, genau. Dann merkt ihr den Satz. 1-1 nach 2 Fragen. Und dann schauen wir, es gibt eine 4. Frage, wo jetzt also jedes Team die Möglichkeit hat, noch den Punkt für dieses Quiz zu holen. Mhm. Seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Jawohl, dann wie viele Artikel im Artikel Namensraum der deutschsprachigen Wikipedia gibt es Stand jetzt? Ihr dürft auch gerne eure Geräte zur Hilfe nehmen. Wenn ihr jetzt noch deutschsprachige? Deutsprachige Wikipedia. de.wikipedia.org. Also, wie viele deutsche... Ihr dürft eure Geräte zur Hilfe nehmen, falls ihr da Lust... Das sagst du jetzt, wenn ich hier schon googeln oder was? Ich hab das an alle gesagt. So. Wir sind im selben Raum, du. Ich höre 3 Millionen. 3 Millionen ist die erste Antwort, die wir von rechts gehört haben. 2.900.000. Oh. Gut, das war... Nee, Alter, so, komm, Alter. 3 Millionen... Ich kann auch jedes Mal. 2.943.985 fucking Artikel! Zu spät. Du hast 2.900.000 gesagt und bist damit immer noch näher an 2.900.000 und 43 dran als 3 Millionen.
Und damit geht der Punkt für das Quiz an das Team Lua. Lua, Lua, Lua! Ich bin damit nicht einverstanden. So, jetzt muss ich nur noch finden, ich möchte vermelden, wir haben leider einen schwarzen Bildschirm. Alter, ist euer Rechner ist gepowercycled. In deiner Arschtasche hast du irgendwas über das Publikum gesehen. Das, ach, danke. Ist gut, dass ich mich mit dem Rücken zu euch ab und zu mal stelle. Nicht zur Freude des Vox, aber so seht ihr, was ich habe. Hier, analoger Strich 2-2 und dieser Rechner ist schwarz. Ja. Ist es so geplant? Angekündigt. Ja? Au. Seid ihr etwa schon fertig oder was? Nein, ganz entspannt. Nein, das ist... Nur kein Stress. Also, wenn wir jetzt mit Hektik anfangen... Also ich muss ja sagen, ich habe während einer Debian-Installation noch nie gepowercycled. Aber machen alle, wie sie lustig sind. Ganz entspannt. Ja, ja. Nee, aber ich glaube, bei denen ist da was fehlgeschlagen. Also ich glaube, die haben es nicht geschafft zu installieren. So, das hätte mal, fällt gerade auf, das hätte ich als erstes Spiel machen sollen und dann so nebenher die ganze Zeit durch. Das wird, dauert ja echt hier eine Weile. Okay. Aber dann Open SUSE! Wir haben im BIOS-Modus installiert. Wir können euch gerne noch NixOS anbieten, wenn ihr Lust habt. Gemach, nehme ich nachher entgegen, nehme ich mit. Wir haben noch den Kompatibilitätsmodus an. Vielleicht ist noch hier Safe-Mode, hier CSM oder wie das heißt. Enter steht doch da. Ganz entspannt. Bis die fertig sind, da sind die zu Hause. Ja, von dieser ladebar. F12. Nee, hat F. Wie wär's mit einem Mem-Test? Security. Startup nach rechts, hat das Publikum gesagt. Das Publikum hat recht. UEFI Only, mach das UEFI Only weg. Das ist richtiger Scheiß. Come on. Escape, F12, ja genau, Legacy Only, gib ihm! Die NSA gefällt das! Vielleicht hätten wir doch nicht die Multimedia-Codex installieren sollen. Du musst gleich weitermachen, Scheiße. Bleib ganz ruhig. Und er hat noch was gesagt von Freisein von Installationsmedien, da hast du schon rausgestanden, gut. Nicht so gut aus, aber hier, komm. Da lief wohl was schief. Na gut, ich sag mal so, wenn das nächste Mal jemand in den Hackspace kommt und sagt, ich hätte gern hier ein Linux drauf installiert auf meinem Rechner, Zeit mitbringen, es dauert. Ja, es sieht nicht gut aus da drüben, muss ich sagen. Was ist denn der Backup-Plan, wenn eine Partei nicht fertig werden sollte, eventuell? Also im Zweifelsfall, wenn ihr das jetzt gar nicht schafft, ein Betriebssystem zu installieren. Lass den. Das habe ich natürlich eingeplant. Dann würde ich euch darum bitten, dass ihr doch eure privaten Geräte nehmt, euch darauf einigt, wer hier welches. Und dann kriegt halt die eine Partei, die es geschafft hat, ein Betriebssystem zu installieren. Den Punkt für die Betriebssysteminstallation und alle weiteren Schritte mit euren Privatgeräten. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Ich würde mal... Ich mache hier mal so ein Teil... Das ist gut, oder? Ja. Ich mach grad schon... Wenn du eins dabei hast, meinst du, liegt hier 20 Kilometer weg? Da hattest du von. Nee, geh nochmal. Er wird noch hart im BIOS rumkonfiguriert, während das andere Team schon auf seinen Laptop starrt.
Machen wir mal betet. Entspannt auf raus und dann wir schauen beten. Wir, dass auch Speicher sind. Cthulhu ad majorum. Okay. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Machen wir Secure-Boot raus. Warte mal, schau mal, was da steht. UEFI only in CSM support no. Enabling Secure-Boot requires to set the startup setting to UEFI only. UEFI only in CSM. Ah, das sieht disabled. Doch das aus, also quasi, als könnte nee, da was richtig. Passieren. CSM support yes. Und both. Halt, 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 nein, nochmal lesen. Hier bei euch. Möge Hastur mit uns first sein. Ist falsch. Legacy first. Halt, lest doch nochmal zu Ende. Ganz CSM entspannt. Support, yes. Jetzt kannst geht du. Ja nicht auf Zeit oder so. Entschuldigung, aber wir waren im Rubber Ducky-Modus. Und? Seid ihr zuversichtlich? Ja, ich könnte das den ganzen Abend machen. Ja. Ach so, ja. Hey, aber es, hin nach uns kommt noch Musik, ne? Ich meine, man kann ja auch noch früh um vier tanzen dann, also. Was passiert? Ich habe gut Menü gemacht. Okay. Welcome to fucking Grub. Wir sehen ein Grub. Jetzt muss ich nur noch an die Daten erinnern, Alter. Oh, komm. Ha, wir sind drinnen. Upsala, ihr seid gebootet. Wir sind drinnen. Das ist ja echt unglaublich, wie das ist. Ja, also, das Team sagt Stopp, dann Hände vom Gerät. Das Gerät ist in dem Fall installiert und akzeptiert User Input. Dann dürft ihr mit diesem Gerät gleich weiterarbeiten. Man muss ja auch ein bisschen auf Qualität achten. Ja. Und da kommt es nicht drauf an, wer zuerst fertig ist. Ne? Also es ist ganz selten im Leben, dass es drauf ankommt, wer zuerst kommt. Manchmal muss man auch ein bisschen gucken und dann braucht man noch eine Minute länger, weil die Festplatte auch so langsam war und so. Ihr habt identische Platten gehabt. Das möchte ich mal anmerken. Man sagt ja gerne, dass Mint ein besserer Installer wäre für euch. Ich versuche auch gar nicht Zeit zu schinden, weil da ist ein Debian. Nee, ja, ja. Akzeptiert das denn schon User-Inputs? Kannst du hier mal was... Nee, ah, noch. Da kann man ganz alles Mögliche drücken, kann man da. Es passiert halt nur nichts. Ja, ja. Das Linux Mint derweile... Hier, hallo. Hier wird nicht mehr umkonfiguriert. Ne? Ja, wir müssen nur spiegeln. Das Mirroren ist gut, ja, das macht Sinn. Wollen ja. Wir noch irgendwie einen Snapshot anlegen oder so? Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Also... Was habt ihr für... Ja, ihr kriegt mal einen Punkt. Ich nehme mal... Hier, klapp mal... Nee, wir dürfen ja noch nicht. Machen eine Terminal. Genau, auf. Nee. Dürfen wir den Theme ändern, damit das... Theme ändern, ich installiere... Ach, meinetwegen, was weiß ich denn? Danke. Ob ich mir dazu Gedanken gemacht hätte, ob ihr das Team ändern dürft. Ich gucke mal, ob ich das stänkern kann. Komm, hier, ein Punkt in jedem Fall. Damit also, der neue Punktestand. 3 Punkte für das Team Qualitätsschunk. Hier, der USB-Stick, der da noch dran steckt, ist okay, ja, weil es hieß ja frei von Wechselmedien so, und so. Also nur so als Frage. Wechselmedien sind halt was anderes, das ne? Ist, warte, was hängt denn hier? Achso, das ist das Netzteil, das passt, ja. Nee, das sind keine Peripheriegeräte hier. Nee, ja, ich habe es ja gesehen, dass die das darauf installiert haben, jetzt hier. Aber unseres ist da auch fertig, ne? Ist fertig? Ach Mensch! Ja, seit Stunden. Wir warten einfach nur auf dich. Okay, na das ist ja schön. Dann können wir ja endlich mal zu dem eigentlichen Teil des Abends kommen, nämlich die Aufgaben am Gerät. Ihr habt das sicherlich gefreut. Ich mache mal jetzt so ein... Ja, vielleicht doch keine neuen Themes installieren. Nee, passt schon. Ja, genau, lass das so, wie es ist. In der Zwischenzeit kommen wir zu den technischen Problemen. Hier, Mirror noch bei euch, hier X&A oder so. Oder Valent, was habt ihr hier Schönes installiert? Wir haben uns für ein XFCE entschieden, der Marke Debian. Also es ist nagelneu und frisch. Es ist also noch, es riecht noch, als wäre es frisch installiert. Wunderbar. So, dann habt ihr jetzt die ehrenvolle Aufgabe, eine allseits bekannte Programmieraufgabe durchzuführen. Ja, da wird schon gesagt. Und zwar ein Fistpass. So, nehmt mal eure Finger von euren Geräten jetzt, in jedem Fall, bis ich lossage. Keine Eingaben mehr. Ihr dürft in einem Stack eurer Wahl
Google Fizzbuzz. Ein Programm schreiben, das folgende Bedingungen erfüllt. Und jetzt gut zuhören. Mach einfach hier. Keiner hört zu. Hier, Finger vom Gerät. Nee, okay, warte, was hast du hier gemacht? Noch nichts. Warte, wir machen das ja wieder zu. So, hier. Dann macht ihr mal euer Terminal auch zu, damit hier gleiche Startbedingungen sind, ne? So. Ja, was? Wir haben alles vorinstalliert. Also guck dir das an, wie lange wir gebraucht haben. So. Genau. Die Aufgabenstellung, die Zahlen von 1 bis 100 auflisten, aber alle Vielfachen von 3 ersetzen durch FIS, alle Vielfachen von 5 ersetzen durch BAS und alle Vielfachen von 3 und 5 ersetzen durch FIS-BAS. Die Zahlen dazwischen müssen auch gelistet werden. Zwischendurch ein Zeilenumbruch. So, das ist jetzt hoffentlich so wasserdicht wie möglich eingeschränkt. Ihr dürft immer noch nicht tippen auf euren Geräten, dürft euch aber gerne wieder darauf einigen, wer hier tippt. Ihr dürft euch auf eine Programmiersprache einigen oder Skriptsprache oder was auch immer ihr wollt, eurer Wahl. Muss natürlich mit dem Betriebssystem irgendwie klappen. Da kommen so, wieder gerade. Dann, hey, Finger vom Gerät. Hallo? Ihr wird nicht geschummelt. So, dann zähle ich wieder runter. Und auf los geht's los. 3, 2, 1, los! Ganz entspannt. So, ganz entspannt wird hier erstmal gesagt beim Team Lua, das ja in seinem Namen schon eine gewisse Präferenz vorgibt. Was geschieht hier am Team Qualitätsschunk? Nee, da wurde sich entschieden für bewährter Stack Python und dieses Team verwendet, ich sehe in Vim, auch Python. Beide Teams haben sich für Python entschieden. Jetzt möchte keiner FIS-Bass googeln. Es geht ja nicht um Code Quality oder so. Funktionieren muss es. Hier, wir sind auf dieses Netzwerk angewiesen, ne, wenn ihr das abzieht. Ich hoffe mal, dass du kein Netzwerk für einen FIS-Bass brauchst. Ja, nein, ist egal. Nein. Also wenn ich das Netzwerk benutzt hätte, wären wir schon längst fertig. Es hätte das natürlich, ich dachte, ich habe das wasserdicht formuliert, aber nein, natürlich hätte ich jetzt noch sagen müssen, ja. Ohne Netzwerkanbindung und so, nicht hier irgendwie. Ach so. Ich sag seit 3 Minuten, ihr müsst es nur googeln und fertig. So, die Anforderung ist jetzt in dem Fall noch hinzugekommen hier, ne? Nichts mit Netzwerk. Ich stelle mich mal vor dich, dann sieht er dich nicht. Ihr dürft natürlich gerne hier googeln, die Zahlen und dann in den Editor schreiben oder so, weiß ich. Hier wird direkt in den Python-Interpreter getippt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man sich doch für ein Skriptfile entschieden. Was am Ende schneller geht, werden wir sehen. Fertig! Dann müssen wir mal noch gucken, ob die Antworten auch richtig sind. Und zwar das Team hier Finger vom Gerät. Das Team Qualität, also nicht ihr, ihr macht mal noch weiter. Ich glaube, ihr schafft das auch noch mit hier extra Zeit. Ja, wir müssen das SZ noch aktivieren. Ja. Das Team Qualitätsjunk hat hier in jedem Fall eine Antwort. Es darf das Publikum das gerne einmal parsen, ob das hier auch korrekt alles passiert ist. Man sieht, die 3 ersetzt durch FIS, 5 durch BAS, FIS, 15 ist ein FIS-BAS und dann wiederholt sich das so. Ja. Sieht richtig aus, wa? Ja, den Code, genau. Was uns alle brennend interessiert, ist natürlich, wie habt ihr das geschafft? Und wir sehen Print I. Hier ist jetzt, muss ich jetzt aber sagen, würde ich vom Datentyp her dann nicht unbedingt, also, ach nee, warte, das ist da unten auch, toll, toll gemacht, schön, toll gemacht. So, wie sieht es bei euch aus? Schöner Code. Aber ich muss sagen, so als Python-Konnoisseur fehlt mir der Docstring. Oh, aber ist PIP8-konform, oder? So, wir können in jedem Fall, während die anderen noch hart am Brainstormen sind, wie sie das nun hinbekommen, diesen Stift vergeben. Ich kann mich diesmal sogar daran erinnern, wo ich den Stift gelassen habe.
Und es gibt den vierten Punkt für das Team Qualitätsjunk. Währenddessen werden ja noch Abhängigkeiten installiert. Lasst euch Zeit, ne? Also. Es kommt immer auf die Qualität an. Ja. Was wird da noch installiert? Rust? Nee, immer noch Python. Was ist denn los? Ich glaube, die installieren gerade Vim. Ach, ihr seid jetzt erst dabei, den Editor zu öffnen. Ja, wir haben gerade erst das Z gefunden. Ich muss auch sagen, ganz im Ernst, liebes Team, ich meine, wenn ihr nicht so beschäftigt wärt gerade. Wer hat sich eigentlich ausgedacht, dass der Index bei 1 anfängt? Weiß das jemand? Was meinst du? Dass der Index bei 1 anfängt? Der Index bei 1. Das interessiert mich. Warum? Wahrscheinlich. Hier, nicht ins Mikrofon reden oder nicht reden? Wahrscheinlich hat man sich einfach gedacht, wir machen eine einfache Sprache, aber es erscheint den Leuten, die andere Sprachen schon kennen, eh weniger logisch. Die Römer schuld daran, dass Lua bei 1 anfängt zu zählen. Ja, aber nun sag mal, Honky, wie ist denn das gekommen, dass das Team Lua anscheinend sich doch nicht für eine Lösung in Lua entschieden hat? Das kommt später vielleicht. Okay. Es kommt in jedem Fall noch eine Aufgabe, wo man dann sicherlich auch Lua nutzen kann. In der Zwischenzeit, was habt ihr, wie ist es dazu gekommen, dass es ihr Python verwendet habt? Weil es vorinstalliert ist, weil es schnell ist und wir keinen Texteditor verwenden müssen, weil man es in der Idle machen kann. Ja, warum nicht Perl? Weil Schlangen schöner als Kamele sind. So. Soll ich dazu sagen, der Chaos Computer Club Dresden hat ja auch durchaus Vorbelastung, was jetzt Ruby angeht. Hm. Ruby kam bei euch gar nicht in die nähere Auswahl, oder was? Nö. 101, hat er gesagt. Ja, kannst du überhaupt Perl? Perl kann ich auch nicht. Okay. Kein Perl. Ja. Bash. Ja, Bash wäre noch okay gewesen. C, ja. Genau, warum nicht C? Das wäre wesentlich effizienter gewesen am Ende als euer Python-Lösung. Jetzt wird die Anforderung angenommen. Ihr macht gleich 2 Fizzbusse in der Zeit, wo die 1 machen. Ja, mach mal. Ist Vim? Nee, mach mal BI. I. Sind die immer noch nicht fertig? Da wird noch das C-Fizzbus nachgeliefert. Ohne GitHub Copilot hier. Ja, weil das VI ist und nicht Vim, da musst du jetzt sicher klarkommen. Komm mal raus, komplett Escape. Jetzt wird Vim installiert, ja, war klar. War klar. Wir hatten ja eigentlich auch so einen Slot irgendwie festgelegt für dieses jetzt Format. Jetzt sind sie den D-Vim, ja, und wir wurden ausgelacht. Na, wir sind ja schon fertig. Die haben es ohne Vim halt geschafft, auch die Antwort so zu liefern. Interessant auch, anscheinend keine Emacs-Nutzer dabei. Also auf beiden Seiten wird hier Vim installiert. Was nutzt ihr so als Daily Driver? G-Edit, ja. Hier werden. Oh, oh. Lösungen. Also unser Fizzbus ist schon fertig. Euer Fizzbus ist schon fertig. Wollen wir auch hier nochmal gucken, habt ihr auch die richtigen Lösungen? Wunderbar, 98, 99, 100. Ne, die 100 ist hier gebast, weil das ein Vielfaches der 5 ist. STD. Insofern alles richtig gemacht. Wunderbar, beide haben einen Fizzbus erfolgreich implementiert. Ihr seid noch am 2., könnt das aber auch sonst einstellen, denn es gibt noch eine 2. Aufgabe, die ich euch an diesen wunderschönen Geräten stellen möchte. Und zwar das gute alte Wim-Golfen. Wim-Golfen. Doch, und zwar geht es darum, wir machen das jetzt nicht mit hier Tastenanschlägen, wie das sonst so vielleicht gängig ist, sondern es geht wieder um Zeit. Es gibt ein Textdokument,
dessen URL ich euch gleich zur Verfügung stelle. Und eure Aufgabe wird es sein, dieses Textdokument mit dem Tool eurer Wahl per HTTP zu fetchen und dann zu bearbeiten. Und zwar beinhaltet dieses Dokument lange Zeilen. Und wie wir alle wissen, lange Zeilen sind einfach unschön. Eure Aufgabe wird es sein, das Dokument so umzuformatieren, dass keine Zeilen mehr vorkommen, die mehr als 100 Zeichen beinhalten. So. Ihr dürft dabei aber Wörter nicht trennen, sondern sollt immer vor der Wortgrenze, ne? Nicht mitten im Wort umbrechen. Hier, Finger vom Gerät überhaupt. Also, das Ziel ist es, stell dir vor, du hast einen Text, alles in einer Zeile und willst das jetzt umformatieren, sodass die maximal 100 Zeichen in einer Zeile vorkommen. So, du willst aber natürlich maximal 100 und wichtig ist, keine Wörter auseinanderhängen. Maximal 100. Und keine Wörter auseinandernehmen. Ne? Also wenn da jetzt halt mittendrin das Wort Hacker vorkommt, dann willst du natürlich nicht HAC an der einen Zeile und im nächsten KER. So. Das ist jetzt also der Kniff an der Aufgabe. So, es wird schon fleißig diskutiert, aber ich hoffe, es haben jetzt alle die Aufgabe verstanden. Ja, haben alle. So, dann die URL. Auch, so genau, ich diktiere die. Auch für alle daheim am Gerät gerne mal mit umformatieren. Und zwar https://usr.zom/zulu-oscar-mike.bi-bravo-india/cpp/ds24. Da gibt's, also wenn es dann 404 gibt, habe ich mich versprochen. So. Ist ein 404? Oh, warte mal. Das ist natürlich ungünstig, warte mal. Ja, ich weiß nicht, ich würde das gerne nochmal fixen wollen, aber ich habe halt leider, ihr habt ja gerade meinen Laptop, ne? So, wir machen das anders und zwar, wir nehmen die GPL. So, ihr geht jetzt mal alle auf gnu.org/GPL oder was auch immer. Die ist schon umgebrochen, ja, das fällt mir gerade auch auf. Und dann macht er das mal so, dass er die Zeilenumbrüche. Ach Mann, das ist so als doof jetzt hier. Wir können doch einfach. Ja, dann mergt ihr die Zeilen halt so, dass. Und was auch immer. In dem Fall maximal 20 Zeichen, genau. Und nach 20 Zeichen wird umgebrochen, so, ihr schafft das. So, die GPL. Nach 20 Zeichen wird umgebrochen und keine Wörter trennen oder so. Maximal 20 Zeichen? Maximal 20 Zeichen. Welche GPL? Die GPL V3, und zwar die von gnu.org. Da gibt es, das ist jetzt ja noch so eine Rechercheaufgabe mit drin. Genau, hier von 2000, wann ist die veröffentlicht worden? 7, 17 oder so, V3 in jedem Fall. Die bestmögliche Lizenz, ja, schön umgebrochen ist sie, aber viel zu lange Zeilen, viel zu lange Zeilen. 20 Zeichen ist die maximale Zeichenlänge, die mein Terminal noch beherrscht. Warum? Ja, das funktioniert irgendwie nicht. Oh, Leute. Das eine Team muss erstmal seinen Fizzbass exorzieren. Warte, ich download das einfach. Warte, rechtsklick. Ja, ja. Ja, beim. Hier wird im Paste-Modus gepastet schon im Team Lua. Jetzt bin ich gespannt, wie unter Zuhilfenahme von Lua vielleicht neu umgebrochen wird. Fertig. Wunderbar. Na, das sieht gut aus. Genau, ich komme hier komplett durch, damit wir auch das sehen. So lang ist sie ja nicht, ne?
Nee, das war eine URL. Die andere Aufgabe war einfacher. Die andere Aufgabe war einfacher? Ja. Das sieht dieses Team hier ganz anders, das Team Lua. Hat nämlich ganz ohne Einsatz von Lua, nur mit Hilfenahme von Vim, es hinbekommen, das entsprechend umzukonfigurieren. Geht aber auch in Emacs. Die Aufgabe war ja genau... Nimm dir mal ein Mikrofon, bevor du mit mir redest. Die Aufgabe war ja genau auf Vim gestellt. Ich finde es unfair, dass hier Emacs-Nutzern gegenüber diskriminiert wird. Ey. Also in Emacs hätte ich das locker viel schneller geschafft. Ey, du hättest Emacs nutzen können, wenn du da Lust drauf gehabt hättest. Das wurde vorher nicht angekündigt. Alle, die das mal testen wollen, wir haben doch eine Aufzeichnung. Wir wissen doch, wann wir gestartet haben. Und du kannst ja jetzt nochmal in Emacs anfangen. Und dann können wir einfach nachher im Cut mal gucken. Da kann das ja mal jemand nebeneinander legen. Bitte, bitte auch die Installationszeit von Emacs mit einberechnen. Ja. Die ist signifikant. Also... Genau, war ja vorher gesagt, ne, Tools eurer Wahl und ihr habt euch jetzt halt hierfür entschieden. Ihr könnt auch aufgeben oder so. So ist nicht, ne? Also wir müssen jetzt hier... Nee. Oder wollt ihr mal die Lösung vom anderen Team sehen oder wollt ihr es noch weiter probieren? Wenn wir denen die Lösung zeigen... Unsere Idee war einfach, jedes Leerzeichen durch eine Neuzeile zu ersetzen, weil das ja... Ja, in jedem Fall eine Art und Weise, die Lösung zu, das Problem zu lösen. Wir sind irgendwie zu blöd dafür. Können wir mal zu unserem wechseln, damit hier ist ein kompetenter... Wir brauchen Hilfe. So. Genau, ansonsten könnt ihr euch... Warte, du nimmst mal ein Mikrofon vor den Mund, bevor du hier redest. So. Jo, und dann... Genau, im gesamten Fall... So, ich kann dir das auch eben halten, da kannst du hier tippen und währenddessen schön ins Mikrofon sprechen. Was machst du denn? Gesamte Datei, Search für Leerzeichen, Replace mit Neuzeile und dann G für jede... Ja. So, jetzt hier der Tech-Support im Publikum. Was ist das Problem? Layer 8. Es sitzen schon zwei Leute davor. Ne? Aber ich sehe in jedem Fall das Touch-Feature. Das wird gut angenommen. Unerwarteterweise, um ehrlich zu sein. Ich bin kein Touch-Fan. So. Goodie. So zeigt ihr mal, wie ihr das hier gemacht habt mit der Zeilenlänge. Erklärt doch mal eure Lösung. Müssen wir? Weil nicht, dass wir das erklären und dann wird es dann wieder gleich zerlegt. Also verpflückt vom Publikum, ja. Also wir haben dann jetzt eine Datei, wo das drinsteht. Jawohl. Wunderbar. Naja, da sind jetzt noch hier. Mach einfach Set Null Liste und dann sieht man das nicht mehr, oder? Jawohl, da ist die Lösung. Wunderbar. Beide Teams haben es geschafft. In jedem Fall ja, Applaus für beide Teams. Und es gibt in jedem Fall einen wohlverdienten Punkt für das Team Lua für die schnellere Lösung. So, wie steht's denn jetzt eigentlich? Ich schau mal nach auf der analogen Punktestandsanzeige. Es steht 4 Punkte für das Team Qualitätschunk zu 3 Punkten für das Team Lua. Können wir noch eine dumme Aufgabe machen? Ich hab jetzt gerade irgendwie. So, das Quiz haben wir schon gemacht, wa? Was? Was? Wovon jetzt? Achso, genau, Team Lua, jetzt stellt doch mal eure Lösung vor hier. Die haben es jetzt nun wirklich hier klein erklärt. So. Es gibt in Vim diesen lustigen Operator namens GQ und der formatiert Sachen smart, je nachdem. Und in Plaintext heißt das halt einfach Zeilenlänge wrappen. Default-Zeilenlänge sind 80 Zeichen, aber mit der Option TextWith kann man die auf 20 runtersetzen und dann einmal GQ aufs ganze Dokument anwenden. GQ! Wer seinen Editor kennt, der gewinnt. So, dann. Genau, haben wir noch weitere, weitere Programmpunkte heute. Und zwar gibt es noch sehr gute Musik. Ja, ich meine, wir haben uns jetzt, ich meine, bis wann war das Slot geplant? Bis vor einer Stunde oder so, ne? Ja, okay, wir sind gar nicht so weit drüber. Deswegen
So, so leicht Thomas Gottschalk-Attitüden oder so. Genau, es kommt jetzt in jedem Fall erstmal noch die Sache, die Siegerehrung gewonnen hat mit einem Ergebnis von 4 Punkten das Team Qualitätschunk. Ja, die Aufgabe mit dem Löten, die lasse ich jetzt einfach weg. Es tut mir leid, aber die DJs, die wollen irgendwann auch auf die Bühne. Es tut mir sehr leid. Aber gerne bei der Fortsetzung. Es wird sicherlich Speedtagging Show V2 geben. Bitte? Wurde mitgeteilt, dass die Musik in der Bar stattfindet. Die Musik in der Bar. Pff, gut, ja. Umso besser, dann können wir hier noch eine Weile machen. Ja. Also wenn jetzt drauf besteht, können wir noch die Lötaufgabe machen, ne? Also da fühle ich mich confident, tatsächlich. Ja, ihr Publikum, wie sieht's aus? So, die Frage ist, Bock ist noch okay oder machen wir das dann auf Kamera, oder? Also dann steht's 4-4. Können wir noch ein bisschen machen? Es schüttelt keiner energisch den Kopf, dann machen wir einfach weiter, wa? So. Das sind genau, und zwar haben wir bei uns im wunderschönen Hackspace, ist auch total bescheuert, ich habe es den Sieger schon gekürt, ne? Aber was soll's. So. Wir machen es ja hier nicht für einen Preis oder so, sondern für einen Spaß, wa? Es gibt diese Kiste Shit-Lötkolben und nun gibt es die, ja. Nun wird es eure Aufgabe sein. Ja, eure Aufgabe wird es sein, unter Zuhilfenahme eines Shit-Lötkolbens eine LED so auf diese Lochrasterplatinen zu löten, dass die am Ende auch leiten, die Lötstellen, die ihr da verzapft habt. Von wo, wie werden wir den Strom auf das Ding geben? Ich kann die ja durchstecken, festlöten und dann von hinten auf die Pins gehen, dann ist sie da immer noch fest und dann leitet die Lötstelle auf, aber sie macht ja nichts. Genau, nein, also die beiden Beine der LED dürfen nicht miteinander verbunden sein. Gemessen wird am Ende, nee, das machen wir gleichzeitig dann. Das Aufwärmen des Lötkolbens ist erzeugt für Spannung oder so. Ne? Den richtigen Zeitpunkt finden, genau. Am Ende wird getestet, ob ihr die Aufgabe erfüllt habt, indem mit diesem Diodentestgerät hier und also diesem Multimeter durchgangsgeprüft wird. So. Okay, aber genau, nimmst du nicht. Weil, ja. Nimm Mikrofon. Weil es kann sein, dass die nicht reichen, um die LED zu. Genau, nee, genau. Es geht darum, ob das Gerät hier Durchgang feststellt. So, wenn die LED nicht leuchtet, dann leuchtet sie halt nicht. Ich hätte. So. Genau, ihr habt euch hier einen Lötkolben genommen, dann hier noch einen Lötkolben für das andere Team. Brandschutzmäßig ist das auch alles abgenommen. Genau, achtet, ja, hier am besten dann nicht drüber stolpern, während der Lötkolben dranhängen. Achso, ja genau, ich muss euch noch LEDs. Hier, ich muss euch noch LEDs noch nicht, dass hier, nicht einstecken, bitte. Na, warte. Nur, dass nicht, also, dass wir es gleichzeitig anstecken. Oder? Ja, genau. Ne. Genau, wir stecken die jetzt gleich gleichzeitig an, aber vorher muss ich euch noch eure LEDs geben, die ich hoffentlich nicht versaubeutelt habe. Warte. Ich habe die mir extra in die Hosentasche gesteckt, da kommen sie nicht weg. So. Ja, ich sag mal so: Das Team, das. Es sind zwei baugleiche LEDs hier eine für euch. Und eine für euch. So, gleiche Bedingungen für alle. Ihr dürft hier gern euch aufteilen, wie ihr lustig seid. Ihr dürft gern zu dritt löten, wenn ihr das möchtet. Oder zu. Holt euch noch einen Telefonjoker ran oder so. Also, wir haben noch keine Platine und noch keinen Zinn. Ach so, also. Warte. Oh, Mensch. Oh, warte mal, ich hab. Ja, hat wer noch einen Zinn einstecken? Man kann das teilen. Also. Ja, genau, teilt mal hier das Zinn geschwisterlich. Jawohl. So. Wunderbar, beide Lötkolben, beide haben LEDs hier. Warte mal, noch nicht anfangen zu löten bitte, auch noch nicht durchstecken hier. So, es starten hier alle mit gleichen Bedingungen. Hier ein Stück Lötzinn und ein Lötkolben. Und hier den Lötkolben am besten schon mal ein bisschen von diesem Boden, der das bestimmt mag. So. Alle genug Platz. Dann
Gilt wieder dasselbe Prinzip. Ich zähle runter und ihr dürft die Lötkolben einstecken, sobald ich los sage. 3, 2, 1, los! Das wird wichtig sein, ob die an ist. So. Also unsere Steckdoseleiste hat einen Schalter, der nicht leuchtet. Also ich wollte es nur mal sagen, von wegen Schiebung und Nichtschiebung und so. Ja. Leuchtet. Unsere war nicht eingesteckt. Ich wiederhole, nicht eingesteckt. Was ist denn hier los? Teamqualität, Teamschiebung ist das. Das ist hier, wie das zu erwarten ist, chaotisch. Ja, aber nur auf der Seite. Die haben vorhin sogar noch das Handicap bekommen, dass ihnen jemand einen NixOS-Stick gereicht hat und haben dennoch gewonnen. Ja, ey Mann, wie tief man sinken will halt, ne? Ja, wie geht's euch sonst so? Es wäre natürlich auch möglich gewesen, jetzt so Lötkolben mit ein bisschen mehr Power zu beschaffen. Mach mal schon das Zinn an die Spitze, damit du siehst, wenn es qualmt und so. Die große Herausforderung ist vor allem, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Hier wären Trick 17, ein Feuerzeug zur schnelleren Erwärmung. Ihr wird das Lieblingsteam ein bisschen... Oh. Fusch. Das habe ich genauso auch gelernt. Ja. Da ist die ruhige Hand wichtig. Nochmal wichtig, es gab die Einschränkung, eben die beiden Beine sollen nicht miteinander leiten verbunden sein. Es ist natürlich unverbleites Lötzinn. Trotzdem jetzt nicht hier rauchen. Hier wird schon so vor sich hingebraten. Fertig? Jawohl. Und ja, auch fertig, oder was? Ja, hier. So, wunderbar. Dann ist schneller gewesen das Team Lua. Die Frage ist, hat das Team Lua die Aufgabe auch erfüllt? Dann wird es jetzt zum Multimeter-Test kommen. Die waren eher fertig, ne? In wenige Sekunden, aber ausnahmsweise mal waren die schneller fertig. Man glaubt es kaum. So. Aber auch die können mal was in Zeit schaffen. Ihr dürft so einen Lötkolben gerne wieder ausstecken, bevor er noch wer in Flammen aufgeht. Ich würde das gerne noch ordentlich machen. Nee, jetzt ist es zu spät. Das ist jetzt zu spät. Ihr habt gesagt, ist Schluss. Nee, ich meine danach. Danach darfst du das gerne mitnehmen und dranlöten, was du möchtest. Bei euch ist ordentlich, ja. Mag sein. Aber es ging ja nicht um ordentlich, sondern funktioniert und schnell. So. Ja, so, wir gucken mal kurz, ist eine Diode, so rum nicht. Und wenn wir das jetzt tauschen, dann kann die Kamera jetzt mal, die Erwartung wäre, dass da jetzt was anderes als 1 steht. Und das Ding vielleicht sogar anfängt zu piepen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht hören. Oh. Kannst du mal die beiden Multimeter aneinander halten, bitte? Ich mach bitte die erstmal. Ja, ach komm. Nee, nee. Ja, ach herrje, hat wer ein Multimeter einstecken oder so? Hier. Das ist das Wackelkontaktding. Na, dann nimm doch. Nein, du musst einfach die Spitzen aneinander. Ach, ja, hab ich doch. Ach, nein, das ist hier. Na gut, so, wir probieren es nochmal. Wir gehen jetzt hier an diese Lötstellen dran. So, und pieps. Oh. Es ist, piept hier irgendwie nicht, aber ich... Geh mal bitte an die Enden. Ob die an die Enden, Seite. Ja, wir gucken das mal nochmal an der Enden. Dann gehe ich. Um das hier zu verifizieren. Auch da. Aber es hat doch gerade noch funktioniert. Das Ding hat einfach. Das ist das Ding, das hängt bei uns im Hackspace. Das hat halt so einen Wackelkontakt schon eine Weile. Ne?
Perfekt für Gameshows geeignet. Echt. Ich würde unseren Telefonjoker. Wir können nochmal. Wir schaffen das. Mhm. Aber ich hier. Also ich hier, sag mal, hier leitet in jedem Fall nicht so rum nicht und so rum nicht. Was weiß ich denn? So, bei euch. Du kannst ja mal, guck mal hier, testen mal bei euch. Ist in jedem Fall schöner von der Beine her geworden. Hier machst du mal euren Lötkolben aus. Ja, ist aus. Okay, gut, passt ja. Nö, ich hab da ja aufgepasst. Ich wusste ja, woran ich mich einlasse. So, hier ist immer noch eine 1 zu sehen und auch andersrum ist hier eine 1 und die Dioden sind. Ich hätte mal die Dioden vorher prüfen sollen, vielleicht. Leuchtet? Leuchtet. Ein bisschen fake, aber. Bei uns leuchtet. Ja, ach, es werden schon beide richtig gemacht haben, so, die waren schneller. So. Genau, falls ihr dafür sorgen wollt, dass bei der nächsten Ausgabe dieser Sendung es ein funktionierendes Multimeter gibt, der C3D2 freut sich sicherlich über ein gespendetes Multimeter. So eine Tasse, ich habe schon eine versteigert, aber ich glaube, jetzt ist die Stimmung am Hochpunkt. Jetzt würde man bestimmt nochmal eine Null hinten dran hängen. So, ihr kriegt in dem Fall jetzt noch einen Punkt für diese wunderbar toll gelöste Aufgabe, schneller als das Team Qualitätsschunk. Ich habe den Stift diesmal nicht hinten drin stecken. Das ist gut zu wissen. Ah ja. Vorne. Ey. Danke für die Mitarbeit. So, und damit kommen wir zum kolossalen Endstand von 4 Punkten für das Team Qualitätschunk. Zu 4 Punkten für das Team Lua. Und damit ein Unentschieden, wunderbar. Das heißt, es gibt auch keine Preise, weil ich hätte natürlich nur für einen alleinigen ersten Platz Preise gegeben. So. Also, wo wir das erledigt haben, dann bedanke ich mich in jedem Fall bei den TeilnehmerInnen. Und beim Publikum, ihr wart super. Dann euch noch und beim VOG in jedem Fall. Hier, ja. Prima. Toll gemacht. Also, die war lötzinnfrei, bevor ich die denn gegeben habe. So, ne? Genau, dann vielen Dank. Nehmt bitte eure Mateflaschen mit, wenn ihr diesen Raum verlasst. Ihr kennt das Spiel. Und dann viel Spaß an der Bar bei Musik. Ja, habt ihr fein gemacht. Danke. Runde da gemacht habt, da war